Und sag mal, wo ist es genau genommen? Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Aber ich hab dich nicht. Ich bin jetzt unter einem Baum. Ah, hi. Ach so, gefunden. Komm raus. Essloch! Essloch, ja. Kommst du mit? Ja, will nicht. Ah, doch. Halula heißt du. Yo Leute, heute bei keinen Tremaus, weil Finn gesagt hat, ich soll einfach außerhalb von meinem Haus warten, weshalb ich ein bisschen Angst um meine Sachen habe. Finn, so gehen wir gemeinsam hoch einfach. Ja. Also, ja. Kannst du mal raten, was die Überraschung ist? Wenn du die Bombe dort reingestellt hast, bist du übelst dumm, weil dieser Kamut noch. Wer ist er? Das ist er nicht. Das ist es nicht. Das ist ein anderes Ich. Wer ist er? Wer ist er? Und wann sieht er so scheiße aus? Mit? Die Überraschung findet sich bei deiner Kuh. Okay. Rebecca. Rebecca. Und zwar. Es ist. Tailun. Ich kenne keine Tailun. Nein, das war doch die Freundin. Nee, Tilan ist die Freundin. Das gleiche. Du hast meine Kuh umgebracht. Mir Mühe gegeben. Ich meine, ich bedanke mich für das Fleisch. Das ist doch auch was. Ich hab dir eine Kuh geschenkt. Ich hab meine Idee bekommen. Was ist, wenn wir mal nach Lucky Block suchen gehen wieder? Das ist eine gute Idee, aber wo dann sollen wir mal ein Lucky Block Opening haben machen? Wo sollen wir das machen? Ist halt. Er macht mir Angst. Warum ist er hier? Warte, da ist er hier. Was? Wollen wir die Bombe abbauen? Nein! Denn. Ja. Komm nicht auf dumme Gedanken. Ich möchte dieses Projekt länger als 40 Folgen machen. Ich habe hier neue Laternen hinplatziert. Ja, schön. Aber das Schild habe ich nicht hinplatziert, oder die Kamera? Soweit ich weiß, platzieren sich Dinge nicht einfach von selbst, Finn. Ich habe eine Waffe, ich schieße. Wer auch immer, oder was auch immer das gemacht hat. Ich habe einen Bogen, der Unendlichkeit hat, also ich schieße auch. Brech die Tür auf, so FBI Open Up Style. Das ist meine Sache. Das ist Frauensache. Geh du rein. Wer ist Norbert der Händler? Ein Händler. Hä, ist Norbert der Händler jetzt wirklich? Ein Händler, sonst heißt er doch nicht Norbert und heißt doch nicht Händler. Können wir ihn aus? Ja, aber wer ist er? Wer ist er? Norbert! Der Händler ist Norbert der Händler. Das ist genauso viel Intelligenz, wie als Kamuko uns gefragt hat. Als wir ihn gefragt haben. Yo, wer bist du? Und der hat geantwortet mit, ich bin Kamuko. Meine Frau, ich schmeiß dich schon verflusst weg. Wollen wir mit Norbert reden? Norbert, willkommen in Norberts Laden. Hier gibt es wichtige Antiquitäten. Soweit ich sehe, ist euer Müll eines anderen Mannes Gewinn. Gut, das ist geil an. Schau dich mal an. Ja, ich seh's. Aber warum ist die Hose so teuer? Warum hat Kosten 16 Lucky Blocks nur 12 Sonnen? Vielleicht beim dort tatsächlich dein Tod mit vorprogrammiert ist, wenn du die alle öffnest. Wow. Man könnte auch Redstone so alles bekommen. Eine Sonnenblume? Das ist eine gute Frage. Vielleicht bei dem Feld, bei den Lucky Blocks, wo wir die geöffnet haben. Da müssten wir auch mal eine Warpage hinplatzieren. Ich habe eine Warpage zu dem Haus, das ich weggesprengt habe. Wo wir am Anfang in der ersten Nacht gefüllt haben. Ach ja, stimmt, da haben wir noch ein Haus stehen. Nicht mehr. Vergessen. Das haben wir auch nicht mehr, das Haus. Warum? Ich dachte mir, das Haus, ich bin da mit mental unzufrieden gewesen. Sagen wir haben eine Bombe und unser Haus wird weggesprengt. Wir hätten ein Ersatzhaus, wohin wir nicht mehr zurückgehen können, weil irgendein Idiot es in die Luft gesprengt hat. Die Bombe wird nicht in die Luft gehen, weil ich nicht Finn heiße und die Bombe ausbuddeln möchte, sondern einfach vorpassieren werde.
Bald ist zur Zeit der Schlau. Meine Wölfe leben ja auch noch hier. Ja. Meine Wölfe. Ich weiß nicht mal, wo das Ganze ist. Ah, ich hab's. Ach, ich sehe den Rest. Hatte da sogar ein Fade. Ja. Alles gemacht. Ein schönes Haus baut, du machst kaputt. Das hast du nur. Die Katzen oder waren das meine? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, das waren deine. Und hier das schöne Lucky Block. Und der Spawn. Dort waren wir an der ersten Folge, Leute. Erinnert ihr euch noch? Oh ja, dort hier. Ja, zumindest du. Auf jeden Fall keine Sonnenblume zu sehen. Weißt du, was mir bei dir auffällt? Was? In Magic bist du irre. Hier bist du behindert. Wann bin ich irre in Magic? Wann bin ich irre in Magic? Du bist irritiert, halt verrückt. Weißt nichts mehr, bist dumm. Währenddessen ich in Magic lebe, ist alles gut. Du meinst, ich hier bin verschwunden und lebe. Dankeschön für Goldblock. Ja, woher willst du wissen, dass du noch lebst? Du bist verschwunden. Ja, ich weiß, dass ich ziemlich lebe, wendig an. Nee, man kann auch verschwinden und danach sterben. Wir brauchen definitiv Lucky Blöcke. Ich wollte dich nicht sagen, dass du bist in meinen Schlag angelangt. Wirklich, das ist wir wahrscheinlich. Ich brauche irgendwo diese ganze Herde von Zombies. Also ja, das fühlt sich alles so ein bisschen an, als würden wir gerade ganz viele nostalgische Sachen so durchgehen, aber das war wirklich nicht geplant, dass Norbert da ist oder dass wir in der Magic-Dimension landen und Magic war ein bisschen mehr nostalgisch im Vergleich zu dem hier. Ja, das stimmt. Das hier ist jetzt gerade mal... Ja, und das habe ich komplett abgebaut und überhaupt transportiert. Und dann noch einen Teil dazu gebaut. Was? Ich war schuld, deswegen, weil ich unten die Lucky Blocks geöffnet habe. Und einfach abgehauen bin von hier, weil wir in Streit waren. Ja. Aber dafür haben wir jetzt einen schöneren Ort. Ja, ich suche gerade irgendwie in der Nähe ein Biom mit schönen, grünen, saftigen Weiden, wo Sonnenblumen drauf wachsen. Ich mache mir hier eine Warpage hin. Ja, ich habe schon eine Warpage dort. Ich jetzt auch. Oh, Abyssal Block, die haben mir bis jetzt nur Unglück gegeben, aber ist quasi Lucky Block, aber von Abyssal Craft. Ich weiß nicht mal, wo du gerade bist, sonst kann ich dir irgendwie helfen. Bin unterwegs. Und einmal kein Unglück, sondern einfach nur Bücher bekommen. Ich habe hier einen riesigen Zauberbaum gefunden. Vielleicht wohnt da ja ein wilder Benjamin. Oh, warte, ein wilder Zauberbaum ist. Sind dort auch Pilzblöcke dran? Ja. Oh, ja, ich seh dich. Ich seh dich. Willkommen zurück in der Welt der Lebenden. Also heißt es, hier wohnt kein Benjamin? Nein, der war ich schon mal unterwegs. Macht man das nochmal? Oder wir gehen in... Wir brauchen dafür Obsidian und, Things. Okay. Ja. Ich hab die Basis, die Base angefangen von dem Fall. Aber weiter weiß ich nicht, wie es geht. So, du kennst ja diesen Speedrun-Trick mit dem Wasser und so. Kann ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab nur den Anfang gemacht. Den kann ich. Das ist das Gegenteil von grün. Das ist böse. Wollen wir da rein und ein neues Zuhause aufbauen? Was willst du das hin in den toten Wald? Weil wir böse sind. Nein! Wir sind das Gegenteil. Okay, bei dir bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Okamuk ist mein bester Freund. Nein. Hat mir eine Bombe geschenkt, hallo? Ich würde nicht sagen, dass es geschenkt war, um ehrlich zu sein. Hat er die Gegenleistung gewollt? Er hat gesagt, dass wenn wir es hier anfassen, dass er, also quasi impliziert, dass wenn wir es hier anfassen, dass er alles wegbringen wird. Ist doch nett. Von einem gewissen Standpunkt aus. Ich könnte dich so schön in Lava reinschubsen. Ich mach's aber nicht. Selbst dann habe ich einen Wassereimer. Und wohin gehen wir jetzt eigentlich? Wir suchen ein grünes Feld, damit wir die Sonnenblumen kriegen können. Ah, dort hinten ist eine Creeper-Familie.
Sowas hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir gemeinsam unterwegs waren. Hallöchen, Creeper-Familie. Oh, warum hast du dich... Warum sprengen die sich weg? Wir sind doch Freunde. Ich will nichts sagen, aber das ist ein bisschen depressiv von euch. Kann man euch... Hä? Bombe. Hoffen. Das ist so eine geile Zusammenarbeit. Du tust jetzt, was ich sage! Oder die explodiert in deinem Haus. Oh, was ist das? Gossip Stone, kann man den abbauen? Oh, okay, danke dafür. Nein. Hättest du ihn gebraucht? Ich glaube, der ist wichtig für die Zelda-Mod, die wir drin haben. Ups. Ah, jetzt kommt ein Skelett von hinten. Ich hab den stärksten Bogen von uns allen. Ich bringe euch alle mit einem Schuss um. Diese. Oh, Hallöchen, Creeper, die rot sind. Oh, die schmeißen mit TNT. Gemeingefährlich. Wieso haben so viele Creepers in diesem Projekt? Weiß nicht, aber die Mod hat auf jeden Fall keine Lust auf uns. Scheiße. Hat auch mit TNT zu schmeißen. Ja, ich glaube, wir haben neue Freunde gefunden. Oh, Leute. Okay, ja, das haben zwei Creeper angerichtet, will ich nur mal sagen. Oh, jetzt kommt der nächste. Hört sie überhaupt mal auf. Alter, Leute, das ist ein stressiges Modpack. Alter, wir haben hier, glaube ich, ein paar zu hin. Ich bin weitergelaufen. Ich habe zu viele Creeper in diesem Modpack. Hey, hier ist ein Haus. Ja, das hab ich auch gesehen. Nee, das ist einfach nur so ein Haus. Oh, das ist doch ein Dorf. Aber geil. Ganz schön ruiniert. Hey, das ist geil. Das sind die Burg, die kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber die kenne ich aus irgendeiner Stadt. Alter, wenn wir die aufbauen würden, hätten wir hier voll die geile Basis. Ich weiß wieder von wo ich die Burg kenne. Die ist aus dem Minecraft-Musikvideo. Welchen? Ich weiß nicht genau welches Musikvideo, aber ich kann mich wieder an das Musikvideo erinnern. Für diese Dings, diese Blockies. Ja, für die Blockies. Müssen wir uns nur mal wiederholen. Ja, Mann. Aber ich bin ehrlich, ich habe, seitdem wir die Mod rausgetan haben, keine mehr gesehen. Stimmt, ich habe auch noch meinen. Ja, meiner wurde gelöscht, weil wir die Mod gelöscht haben. About Trials of Destiny, bla bla bla. Willst du ein Buch? Was? Hab ich eine Blume dabei? Nee, ich brauch eine Blume. Warte, ich such mal nach einer Blume. Ich hab einen Blockling gefunden. Warte, bleib bei ihm. Ich such eine Blume, okay? Sag außer du hast eine Blume, okay? Ich hab keine Blume, also wäre gut, wenn du eine Blume hast. Warte, ich suche nach. Was ist hier das Triforce? Das ist so schwer, eine Blume zu finden. Ich weiß es nicht, wir suchen auch schon seit 13 Minuten gefühlt, ja. Ja, der Dings. Ich brauche eine orange Chromosome. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob Modblumen funktionieren. Nein, geht nicht. Ich habe ja auch einen nämlich gerade gesehen. Sogar mehrere. Alte sind die viele Blocklings. Ich habe den in ein Loch gebaut. Was soll das sein? Es gibt hier keine gottverdammten Blumen irgendwo. Dann schaue ich mich jetzt selber um. Ich möchte nur meinen Blockling wieder haben. Einen neuen Blockling haben. Ja, das ist der Blockling von Folge 1. Wir haben den nur nicht mehr gehabt, weil der gelöscht wurde. Mhm. Ey, ich habe hier auch nochmal so einen Zelda-Block. Mich verfolgen 10 Millionen Creeper. Ah, du hast Freunde endlich.
Finn, wenn wir keine Freunde sind, kannst du gerne den Server von mir verlassen. Nein, wir sind beste Freunde. Ich unterschreiben, Leute. Ich bin gerade im Wald unterwegs, eine Blume suchen. Ich sehe Blumen, die beim Blocking funktionieren. Also bist du gerade mit der Blockling? Mein Blockling ist hinter der Burg. Den habe ich dort ein Loch geschlossen. Hinter wo? Hinter welchem Teil der Burg? Es gibt 4 Wände für die Burg. Ja, aber es ist hinter der Burg von der Richtung aus, von der wir am Anfang kamen. Gott, dann bin ich dann jetzt auch da. Aber erinnere dich dann, den Blockling nicht zu zähmen. Hatte ich ja nicht vor, ich habe nicht mal eine Blume. Ich habe jetzt auch Blumen, ganz viele. Ich habe nicht mal eine Blume, habe ich gesagt. Ach so, ich habe... Oh mein Gott, ich habe einen Skill-Up bekommen. Basic Technique. Was? Ich habe einen Skill-Up auf Basic Technique bekommen. Ich bin jetzt auch hier in der Burg, aber ich sehe dich nicht so richtig. Ich muss wieder kommen, weil ich habe Blumen. Ich sehe hier auch kein Loch. Dann bist du blind. Nein, ich bin auf dem Baum. Ja, vom Baum aus. Aber ich sehe auch nirgendwo den Arm. Ich habe ein ganz kleines 1x1 Loch gebaut. Und sag mal, wo bist du jetzt genau genommen? Ich hab ihn nicht. Aber ich hab dich nicht. Ich bin jetzt unter einem Baum. Ah, hi. Ach so, gefunden. Komm raus. Das Loch, ja. Mit? Kommst du? Ja, will nicht. Aber doch. Talula heißt du. Das ist jetzt Talula. Ja, ein Leute. Talula legt einen Hammerschlag. Wenn ich schon die Hälfte meiner Leben hab, dann denk nicht mal dran, mein Kind weh zu tun. Vater? Ich auch! Ich hab sogar mein Kind dabei! Ciao! Ja, das ist ein sehr schönes Kind. Arsche. Kann dein Kind auch schon 500 Push-Ups pro Sekunde? Er kann sogar 200.000 pro Millisekunde. Das ist unmöglich. Ach ja. Ja. Ist es auch. Mit Talula. Wir reden nicht mit Fremden. Pass auf. Er ist weggegangen. Er ist gespawnt. Talula? Da ist er. Der ist so klein. Man kann ihn doch einpacken. Man kann ihn töten und dann einpacken, oder? Das hat er selbst bei den Server umgebracht. Oh. Also, wir können's versuchen. Talula, komm mit. Komm mit. Okay, ich hab meinen Blockling dabei. Dann, gut. Dann ab zu meinem Haus. Bin ich auch. Und wenn ich jetzt Talula platziere, dann möchte ich nicht, dass was schief geht. Das war's mit dieser Folge von Minecraft mit. Wir werden sehen, ob wir den Server wieder hinkriegen. Wenn nicht, dann war's es mit diesem Projekt. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.